Willkommen zu PC Building Simulator. Neue Folge. Letzte hat sich ja so ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, also wir hängen so ein bisschen hinterher mit dem Projekt. Ich sage es dir auch ganz genau nochmal. Wir hängen so ein bisschen hinterher. Wir arbeiten dran, das Ganze etwas zu verbessern. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich im neuen Jahr einige Änderungen durchführen, dass wir halt statt, sag jetzt mal 20 Projekte anfangen, dann wahrscheinlich nur noch 4 Projekte machen. Das heißt, wir werden dann zum Beispiel World of Warcraft weitermachen, dann werden wir Anpassungs-Ram-Timings. Okay. Kann ich das nicht? Ach, jetzt muss ich das selber machen. Wofür habe ich die Tools? Ja, wofür habe ich diese Tools? Dann darf ich es nicht selber machen. Also wir werden jetzt erstmal die Projekte, die wir jetzt alle haben. Es kommt jetzt demnächst noch Steel Rising. Weird West wird voraussichtlich auch noch kommen. Das sind alles so Nebenprojekte, die ich dann versuche nebenbei noch aufzunehmen. Achso, ja. Nach dem Traumübertaktung hier machen wir das mal eben. Ja. Das reduzieren wir das um ein. Jedenfalls um ein. Ich habe das jetzt, ich kapiere es gerade nicht, was er gerade von mir will. Ja, 13 werde ich mir ja wohl merken können. Warte, ich schreibe es mal eben. Ich schreibe es mal eben auf. 2666 HZ. So, und jetzt? Öffne dein Tablet. Achso, da müssen wir noch vorher gucken, was wir für einen haben. Aber ich kann das hier nicht suchen. Das ist natürlich doof. Jetzt muss ich das so raussuchen. Das ist doch dämlich. Die Skill. So sehr. Wir brauchen, was ist das? 4004 GB. Terminator Platinum. 2666 und 13. Das kann ich auch so nicht eintimmen. Berechnen. Die Spannung, die im BIOS einzustellen, also 1,4. Ich glaube, das werde ich glaube ich öfters machen müssen. So 1,4. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts davon. Ich habe ehrlich gesagt nichts davon kapiert gerade, was der von mir wollte. War das das Einzige, was du jetzt von mir wolltest? Ich habe es nämlich nicht kapiert. Bin ich ganz ehrlich. So, ich gebe dir mal eben Absolution. Levelaufstieg. Ja, das interessiert mich alles nicht. Ich möchte eigentlich die Upgrades haben. Der ist unterwegs. So, den sollen wir bauen. Was möchte er denn hier haben? Gerade dabei, mein Schlossgeschäft an das 21. Jahrhundert anzupassen. Okay. Doppelter Grafikkarte und 32 GB RAM. Außen 200 Budget. Habe ich jetzt? Ich habe noch gar nichts. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, ich bin etwas raus aus dem Spiel. Man merkt es, glaube ich, auch. Ne? Also wir brauchen eine Hauptplatine, mit der wir entweder Crossfire LSI nutzen können. Am besten beides. Und 32 GB RAM brauchen. Das heißt, wir brauchen 2x16. Wir haben 1200 Budget. Ich überlege gerade, was nehmen wir denn hier? Lass uns mal den hier nehmen. Ist Crossfire LSI, das ist ein AM4, das heißt, dann kann ich auch dementsprechend eine CPU nehmen, AM4. Um auch den A18er, das kann, macht er jetzt nicht. Lass uns den hier direkt nehmen, da können wir auch den Kühler da holen, da können wir eigentlich, der sollte eigentlich.
Hauptplatine haben wir Speicher, machen wir 32, habe ich gesagt. Das heißt, wir nehmen davon direkt 2. Hat er mir das nicht in die Dings reingepackt. Ne? Davon brauche ich 2. Also direkt, dass wir 32 haben. Nein, wir wollen erstmal noch einkaufen. Grafikkarten muss ich dann jetzt auch immer sortieren. Ob die Crossfire oder LSI sind, ansonsten funktioniert das nicht. Kann ich das nicht beides reinmachen? Leuchtung will ich keine haben. Crossfire oder LSI, eins von beiden. Was haben wir denn hier? 8 GB. 360, 415, das wäre Crossfire. Wir müssen natürlich auch aufs Budget achten, deswegen würde ich jetzt die hier nehmen. Dann nehmen wir dann auch mal 2. Warte mal, wir dürfen, ja stimmt, wir müssen ja aufs Budget achten, das heißt, ich kann da nicht ganz so teure Sachen nehmen. Aha! Das heißt, das fällt schon mal, das müssen wir dann nochmal neu einkaufen. Wir haben jetzt, wie viel Budget? Ich glaube 1200 war das, ne? Was haben wir dafür zur Verfügung? Teilebudget 1200. Okay, das heißt, ich muss gucken, dass ich 2 Grafikkarten reinkriege und Arbeitsspeicher. Das heißt, wir müssen dann das Billigste nehmen. Hauptplatine. Wir brauchen Crossfire LSI. Das ist das Erste, was wir machen. RAM-Typ ist egal. Sockeltyp war das, glaube ich. Ne? Nein, das war das auch nicht. Ja. So, Crossfire und LSI. Das ist das Billigste, dann nehmen wir den hier. So, den hier einmal reinmachen. Ja, Speicher nehmen wir auch das Billigste. Ist das 100 das Niedrigste mit 8 GB? Ich wäre bei 16. Wäre ich bei 400, dann wäre ich da bei 180? 380, glaube ich. Da gibt es direkt ein 32er-Kit. Gibt es das? 410. 370, 180, 260. Nehmen wir natürlich den. So, Grafikkarte brauche ich 2 Stück. Crossfire oder LSI, das ist egal. Da brauchen wir auch das Billigste. Das ist auch egal. Preisspanne gehen wir mal runter. So niedrig, so billig wie möglich. Die sind nämlich schon bei 370. Da würde ich vielleicht die hier nehmen. Oder wir nehmen die hier. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Billigste. So, davon brauche ich, also davon brauche ich nur einen, davon brauche ich 2. Schon bei 660, da Einkauf fortsetzen. Da brauchen wir noch ein Netzteil. Da würde ich sagen, dann nehmen wir richtig Schmackes, dann nehmen wir mal 800. So, da brauche ich noch eine Hauptplatine und eine CPU. Crossfire LSI, ja, nehmen wir die. Was ist das, eine AM4? So, nehmen wir den da rein. Dann brauche ich noch gleich eine Festplatte. Kannst du einen 2-Steckplatz hat er. Okay. Der Kühler nehmen wir auch das Billigste. Wir müssen ja gucken, dass wir so ein bisschen aushalten mit dem Geld. CPU, AM4. Da haben wir die hier. Die ist relativ günstig. Dann brauche ich noch einen Gehäuselüfter. Brauche ich nicht, aber ich brauche ein Gehäuse, was relativ günstig ist. So günstig wie möglich. Sagen wir, aber da muss ja gucken wegen CPU-Länge und sowas. Habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. 80. Ich würde sagen, wir nehmen den hier einfach mal. Die Festplatte brauche ich noch. Speicher, Hauptplatine. Da würde ich jetzt eine M2 nehmen. Die muss relativ günstig sein. Geschwindigkeit ist egal. Preisspanne so günstig wie möglich. 80. Ist natürlich kleiner von der Größe her, ne? Ist am schnellsten, dann würde ich die hier nehmen. So, dann lass mich mal schauen. Wir haben es. Oh, ich habe 2 Motherboards drin. Ich brauchte aber nur 1. Haben wir die jetzt komplett rausgenommen? Nee, hat er da eingepackt. Okay, wir haben das Motherboard, wir haben die CPU, wir haben den Arbeitsspeicher, wir haben die Grafikkarten, wir haben das Netzteil. Wir haben das Gehäuse. Das sollte eigentlich am selben Tag. Sollte eigentlich alles passend vom Geld her. Und dann kann ich das nämlich als eine Folge machen. Da werden die Folgen halt ein bisschen kürzer. Weil ich möchte nämlich im neuen Jahr, also werde ich wahrscheinlich, also werden wir es anpeilen. Es kann auch sein, dass es wieder ändert. Versuchen, die Folgen natürlich regelmäßig rauszuhauen. Und
Was ganz wichtig ist, wir werden wahrscheinlich auf 4 Projekte runtergehen. Das heißt, das wäre momentan World of Warcraft. Das wird kommen, das wird dann im Abwechseln dann kommen, bis wir dann halt sogar durch sind. Und die anderen Projekte werden wir dann erstmal eins fertig machen, denke ich. Eine oder andere. Aber wir werden aber erstmal die Projekte, die wir jetzt angefangen haben, die werden jetzt erstmal durchgezogen und die werden erstmal komplett abgeschlossen. Und dann die neuen Projekte, die danach kommen, werden dann nach und nach kommen. Weil ich habe noch ein paar Nebenprojekte angefangen, aber aufgrund der aktuellen Sachen schaffe ich es zeitlich nicht, alles aufzunehmen. Deswegen, das ist natürlich so ein bisschen doof dann natürlich auch und das leidet natürlich dann auch ein bisschen drunter. Und das Problem ist natürlich auch, unser Internet hat momentan überhaupt keinen Bock. Das heißt, das dauert dann noch länger, bis die Sachen da sind für euch, was natürlich auch schlecht ist. So, fehlendes Kabel. Angeschlossen. So, fehlende Teile fehlen noch. Genau, das war's. Und das die... Ach, fuck. Die Dings fehlt dann noch hier. Die Festplatte. Oder ich muss gucken, dass ich die Sachen dann, wenn ich die hochgeladen habe, also wenn ich die fertig gerendert habe und die hochgeladen sind, weil wir laden momentan die Sachen gerade hoch von dem letzten Stream. Und Generation Zero kommt jetzt auch noch und Fallout 3 wird auch aktuell noch hochgeladen. Obwohl, müsste eigentlich fertig sein. Ein Betriebssystem installiert. Ja, ist gerade dabei, das Betriebssystem zu installieren. Und zack, ist der PC dann auch schon fertig. Also wir arbeiten dran. Wir suchen nach einer Lösung, um das ein bisschen besser zu gestalten für euch. So. Man muss mit der Zeit gehen. Okay, das heißt, wir müssen die Beleuchtung auch einmal, glaube ich, deaktivieren. Würde ich jetzt so so jetzt rauslesen. So, ich würde den jetzt so wie der ist abgeben und dann würde ich eventuell noch einen PC gleich machen. So, wir kassieren und wir bekommen 5 Sterne. Das ist so geil. Neue Teile verfügbar. Dann habe ich jetzt nur einen Lüfter, den ich noch auf Öko stelle und dann ist die Folge dann auch schon wieder durch. Ja, dann kann ich mich nämlich jetzt gleich ans Schneiden begeben. Oh, ich muss noch Final Fantasy aufnehmen, fällt mir gerade ein. Und morgen werde ich dann versuchen, das eine oder andere Projekt aufzunehmen. Das heißt, es dauert, kommt dann wieder alles so ein bisschen durcheinander. So, PC auf Öko, nein, den Lüfter auf Öko stellen. Deswegen werden die Folgen dann auch so ein bisschen kürzer, aber es kommt alles nach und nach. Wir arbeiten dran, das Ganze zu verbessern. Lass mich schauen, wo ist die Lüftersteuerung? Ich glaube, die war das hier. Wir machen Working in Progress, also wir arbeiten dran im Endeffekt. Weil jetzt gerade ist mit Zero hochgeladen, Generation Zero. Und wenn die fertig sind, kann ich das auch alles einplanen. Das heißt, es müsste die nächsten Tage sogar ein paar Videos mehr kommen. So, Lüftersteuerung. Wir hätten ganz gerne System Öko. Angepasste Lüftersteuerung Öko. Anwenden. So, den auch einmal angepasst, Öko, fertig. Hat der sonst noch irgendwas? Ja, danke, dass ihr mich hier da... Blau lackieren, ja. Rosa Kunststoffkabel. Schauen wir mal im rosa Kunststoffkabel. Ja, hier mache ich noch. Wie mache ich gerade massenweise? Guck mal, wir haben $60.000. Ich habe hier noch PCs im Schrank stehen, die habe ich alle fertig. Ich habe irgendwo Minus. Was? Wo? So, lass mich mal schauen. Kabel. Nehme ich die schon mal mit, dann kann ich auch schon mal den Rest bestellen hier. Also E-Mail. Hier noch ein paar Kabel geflochten schwarz. Shop. Flochten ummantelt.
Was, wir können uns eigentlich alle kaufen, weil wir haben so viel Geld. Ich schmeiß jetzt einfach mal alle rein. Geiz ist geil, wie man so schön sagt. Wir haben so viel Knete einfach. Da kann ich wirklich alle Kabel kaufen. Die habe ich, glaube ich, drin. Habe ich die jetzt? Achso, ich muss die da eben holen, sonst habe ich die nicht im Besitz, oder was? Danke, Jeff! Okay, das ist ein Erfolg übrigens gewesen gerade. Gab's da nicht irgendwie in der Werbung? Mein Name ist Jeff. Kabel. Wenn ich direkt gucken, welche Kabel uns noch fehlen. Da guck mal, siehst du, da fehlen nämlich auch noch welche. Dann haben wir nämlich alle Kabel, die direkt da. Wie gesagt, das sind. Wir haben 60.000. Ich habe hier noch so viele PCs im Schrank, die fertig sind. Jetzt öffnet er das nicht. Ja, die stelle ich dahin, die verkaufe ich wieder. Dann kriege ich wieder Geld. Ja, das ist Kinderkram hier. Was sagt 1500? Also ich habe schon wieder fast das drin, was ich gerade ausgegeben habe. Das ist hier Pillepalle ist das. Ja, deswegen, das ist Peanuts, was wir hier haben. So, die mache ich mal zwischendurch fertig. Eichhörnchen packt sich alles in die Backen. Lüffel, welche Lüffel? Ist das so ein Best-of? Die Katze beim Pferd auf dem Gesicht sitzt. So, mindestens 10 Tage abschließen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das ist kein Problem. Das mache ich auch einmal ab. Neben Upgrade. Ja, das nehmen wir auch einmal an. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Also, er möchte rosa Kabel und er möchte das Gehäuse in Blau. Das sollten wir hinkriegen. Rosa Kabel und Gehäuse in Blau. Kriegen wir, denke ich, hin. So, das sind, welche Kabel möchtest du haben? Rosa Kunststoff. Kabel. Erstmal die abmachen. Rosa Kunststoff. Kabel. Rosa Kunststoff. Ummantelt, ummantelt, ummantelt. Eng verbunden Kunststoff. Wandkunststoff einfarbig. Okay, ich hoffe, das sind die richtigen. Sonst gibt es gleich Punktabzug auf B-Note. Ja. Und da möchte er noch einmal blau lackiert haben. Habe ich keinen Tisch? Doch, da. PC einmal in Blau. Jetzt liegt es davon, dass wir es aufs Glas aufbringen sollen. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Obwohl, weißt du was? Wir machen es einfach. Halt alles blau lackiert. Nein, den kann ich hier nicht. Das Gehäuse kann ich anscheinend nicht komplett lackieren, so wie es aussieht. So, dann wärst du nämlich jetzt fertig. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dann war es das wieder für die Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und... 4 Sterne. Was? Was? Warum? Das ist uncool. Kannst du mir helfen? 112 Speicher aufrüsten. M2. Speicher. 512. Möchtest du eine bestimmte haben? Naja, steht eine Speicherkapazität 512. Dann würde ich jetzt die nehmen, die am billigsten ist. Das wäre die hier.
kann ich hier noch die anderen Sachen einkaufen. So, Shop-E-Mail. Gigabyte GA B250M. Ist das eine Grafikkarte? Ich würde sagen, ja. Gigabyte B250. Habe ich das jetzt falsch geschrieben? Ach, das wird zusammengeschrieben. B250M. Findet er nicht? Was? Warum findest du ihn nicht? GA. Achso, ich muss das GA wahrscheinlich betreiben. GA-Strich. Geht auch nicht. B200. Mich verarschen? Ach, wie solche Aufträge schon wieder hasse einfach. Hersteller. Nee, Wasserkühlbar interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, welcher Hersteller ist. Ist doch Gigabyte, oder nicht? Gerade so doof für dieses Spiel, ganz ehrlich. Gigabyte ist das. Aber warum kann ich hier Gigabyte nicht raussuchen? Was übersehe ich gerade? Mehrere Grafiker interessieren mich nicht, Wasserkühlung auch nicht. So, dann machen wir das mal andersrum. Die wird wahrscheinlich relativ günstig sein. 250M. LGA 250. RTX, RTX. Die habe ich gar nicht. Ja. Oder habe ich mich jetzt da verguckt? B250M. Gucken wir mal, ob wir das B250. Da ist das keine Grafikkarte. Speicher. Ach, das ist die Hauptplatine. Ah, bin ich denn doof? Ja, merkst du was? Ja, das ist die Hauptplatine. Ich glaube, ich mache die Folge jetzt auch für aus. Ah, das tut ja weh. Das ist ja. Oh, mein Gott. Das ist ja dämlich. Ja. So, bauen. Brauche ich Level 5 Bewertung zum Whiteboard. Kann ich die dann überhaupt abgeben? Wie lange habe ich denn dafür Zeit? 10 Tage. Ja, komm, weißt du was? Ich speichere jetzt hier und mach hier einmal Feierabend. Dann safe ich hier einmal und mach dann in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge vom PC Playing Simulator. Ciao.